zum Leichtraben. Guten Morgen, Gräfin. Ach, guten Morgen. Haben Sie den Vertrag gelesen? Ja, das habe ich. Sind Sie damit einverstanden? Im Prinzip ja, aber ich sage Ihnen ganz offen, was mir daran nicht gefällt. Gut. Ich wäre ja so eine Art Angestellte bei Ihnen, also das war ich in meinem Leben noch nicht. Tja, bitte. Wir können uns darauf einigen, dass Sie den Unterricht in Eigenregie machen und mit den drei Schülern selbst abrechnen. Ja, also, das ist mir lieber. Na gut. Dann kann ich selber entscheiden, wie viel Kraft und Zeit ich brauche, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, also das reicht für heute. Hanna und ich müssen profitabel wirtschaften. Das wird sehr schwer. Und das kann auch nur funktionieren, wenn wir uns aufeinander verlassen können. Sie sich auf uns und wir uns auf Sie. Ich werde noch einige Zeit brauchen, bis ich mich mit dieser Situation zurechtfinde. Gut. Wollen Sie mir diese Zeit geben? So viel Sie brauchen. Danke. Aber Sie sollen wissen, wir rechnen mit Ihnen. Ist gut zu wissen. Frau Gräfin! Ja? Telefon! Ja, ich komme. Also, Dr. Hülsen, ich verstehe das nicht. Es hieß doch, eine Kaution für Peters Freilassung ist abgelehnt. Wegen Verdacht eines Fluchtversuches. Sie wissen also auch nicht, warum das Gericht jetzt anders entschieden hat, hä? Ja, wie hoch ist denn die Kaution? Was? Ja, woher soll ich? Na, Sie haben natürlich recht. Ein Graf Banz darf nicht im Gefängnis sitzen. Ich werde versuchen, das Geld aufzutreiben. Ich lasse es Sie dann wissen, ja? Ja, gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, ja. Ein selten schönes Stück. Ja. Die Brosche ist sogar signiert. Georges Fouquet, 1924. Georges Fouquet, wussten Sie das? Ja. Mein Vater hat sie mir zur Verlobung geschenkt. Was glauben Sie, wie viel sie bringt? Sie wollen im Ernst verkaufen, Gräfin? Ja. Das ist eine Kostbarkeit, ein Sammlerstück. Ich hatte sie damals in meine Jacke genäht auf der Flucht, zusammen mit dem Ehering und dem anderen Schmuck. Ein Soldat wollte sie mir stehlen, ich habe ihn in die Hand gebissen. Können Sie schnell einen Käufer finden, jemand, der bar zahlt? Natürlich kann ich das. Aber ich dachte, dieser Herr Stahl ist doch ein so wohlhabender Mann. Herr Stahl hat nichts damit zu tun. Aber die Christiansens, ich meine, Sie arbeiten doch mit Pferden. Ihr Name wirkt doch als Magnet. Ihretwegen kommen die Leute, um ihre Pferde dort zu trainieren. Das ist doch alles Ihr Werk, Gräfin, das muss doch honoriert werden. Na, die Zeiten haben sich geändert. Die Christiansens müssen auch sehen, wie sich das rechnet. Also, Sie erledigen das für mich? Wenn Sie darauf bestehen? Ja, bitte. Man muss sich von Dingen trennen können. Ihren Familienschmuck muss sie verkaufen. Sonst Skandal. Die haben sie glatt über den Tisch gezogen. Alle haben sie Jan Reibach gemacht. Die Banken, die Gläubiger. Christiansen, die vor allen Dingen. So ein hergelaufener Journalist setzt sich hier ins gemachte Nest, ist doch ungeheuer. So, meine Herren. Die Gräfin Nobel, wie sie ist, organisiert denen auch noch das Turnier, damit die sich die Federn an den Hut stecken können. Jetzt aus allen Ecken Anfragen kommen von Leuten, die ihre Pferde auf dem Innenhof unterstellen wollen, doch bloß wegen der Gräfin. Also, wenn ihr mich fragt, die Christiansens haben nicht mal Danke gesagt. Die sollen sich doch wundern. Sowas läuft bei uns nicht. Also, hört mal zu. Karthago ist ein vielversprechender Hengst, ich irre mich da selten. Davon gehe ich aus. Dafür hat man sie ja auch in Warndorf für diesen heiklen Job ausgewählt. Also, wie geht's so konkret weiter? Wir haben dann in der Sportmedizin ein paar Tricks entwickelt, die Pferde auf Leistung zu prüfen. Wissen Sie, der Turniersport, der ist für die Pferde in erster Linie ein psychischer Stress. Sie müssen sehr gute Nerven haben, klaren Charakter. Naja, vielleicht sollt ihr mal ein paar Therapiestunden bei meiner Frau nehmen. Ne? Wenn Karthago das nötig hätte, dann wäre er schon das falsche Pferd. Aber mal im Ernst, ich denke, dass er gute Chance hat, in den Kader aufgenommen zu werden.
Allerdings noch nicht in diesem Jahr. Naja, das klingt doch prächtig. Ne? Darf ich Sie zum Essen einladen? Gerne. Ich weiß nicht, was Hanna für heute geplant hat, aber eines weiß ich. Sie kocht noch besser, als sie reitet. Danke. Bis später dann. Tut mir leid, dass ich Sie so lange vernachlässigt habe. Haben Sie denn schon mit den Christiansens gesprochen? Ja. Machen doch beide einen ganz netten Eindruck. Also ich verspreche Ihnen, dass ich mich in nächster Zeit intensiv um ihn kümmern werde. Um Karthago? Ja. Er ist in einem kritischen Ausbildungsstadium. Fehler, die sich jetzt einschleichen, lassen sich später nur schwer korrigieren. Ja, und wie soll das gehen? Sollen wir Videos machen und die nach Warendorf schicken? Ich habe mir ein Zimmer genommen im Gasthof. Es hat zwar kein Bad, aber dafür Telefon. Und es gibt sogar jeden Morgen ein gekochtes Ei zum Frühstück. Für wie lange? Ich habe für 2 Wochen im Voraus bezahlt. Waren Sie denn so lange weg? Ich habe Urlaub genommen. Aha. Ist Ihnen das nicht recht? Ich dachte, dass Sie anders reagieren würden. So? Wie denn? Ich dachte, dass Sie sich vielleicht freuen. Christiansens haben ihn zum Essen eingeladen. Oh, wen? Den jungen Doktor von der Olympiade. Ah, den Dr. Schwabe. Hm? Es gibt etwas Provinzielles, hat Frau Christiansen gesagt. Provinzielles? Ja, französisch. Ah, provenzalisch. Hm? Mit ganz viel Knoblauch. Das wird ihr gar nicht gefallen. Wem? Der Kerstin. Die macht doch keinen Knoblauch. Ja, die ist auch eingeladen, ne? Sie macht ihm doch schöne Augen. Lisbeth, Sie sind ein Klatschmaul. Sind Sie Werner Dedrichs? Ja. Und Sie sind Stefan Christiansen. Richtig. Ich möchte mit Ihnen reden. Worüber? Über die Haferpreise. Was gefällt Ihnen nicht daran? Ach, die sind zu hoch. Viel zu hoch. Darüber müssen wir neu verhandeln. Wir müssen gar nichts. No. Jetzt kommen Sie mal runter von Ihrem hohen Ross. Sie halten die Haferpreise also für zu hoch? Allerdings. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, durchzurechnen, was die Gräfin in den letzten 10 Jahren allein an Sie mehr bezahlt hat als üblich. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Gräfin sich beschwert hat. Das ist es ja gerade. Das ist ja wahrscheinlich der Grund, warum hier alle denken, von der kann man's holen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass jemals einer zu mir gesagt hat, mein Hafer wäre zu teuer. Ach, hören Sie, das wissen Sie doch selbst ganz genau. Und eines will ich Ihnen noch sagen. Den sogenannten Immenhofaufschlag, ja, den gibt's bei mir nicht. Als Landwirt, der Sie neuerdings sein wollen, müssen Sie wissen, der Haferpreis steht fest. Sie können ja woanders kaufen, wenn Ihnen das nicht passt. Moin. Schon was gefangen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Warum? Es gibt keine Fische im See. Seit wann? Seit 10 Jahren. Und warum nicht? Ausgefischt. Da kann man doch was machen. Ja. Und was? Neue Fische einsetzen. Gut, besorgen Sie welche. Und was für welche? Na ja, Zander. Schleie, Aal, Karpfen, aber keine Hechte. So schnell wie möglich. Gleich morgen. Na gut, übermorgen. Ich dachte mir, die kommen aus Schweden oder Ghana. Stimmt das nicht? Ja. Wir können zusammen ins Geschäft kommen. Ich trage mich mit dem Gedanken, einen zweiten Pferdestall zu bauen. Es kommt natürlich ganz auf Ihr Angebot drauf an. Superpreise kann ich nicht zahlen. Ich habe sowieso das Gefühl, der Immenhof muss immer so eine Art Extra-Bonus zahlen, so einen gräflichen Zuschlag. Ja, Festpreise. Es muss ja nicht so bleiben. Wollen Sie mehr zahlen? Oh nein, eher weniger. Deshalb bin ich ja hier.
Hören Sie, es gibt in der Stadt auch Tischler. Und die können auch Pferdeboxen bauen. Die machen mir dann Kostenvoranschläge und der Billigste, der kriegt einen Zuschlag. Der Billigste muss nicht der Beste sein. Sie sind gut, das weiß ich. Ich habe Festpreise. Moin Moin, Gräfin. Tag. Heute wird nicht geangelt? Ach, das ist ein Kapitel. Sie wissen nicht zufällig, wo Christiansen ist. Tja, irgendwo. Wie kann ich ihn erreichen? Überhaupt nicht. Überhaupt nichts gibt es nicht mehr. Wir leben im Zeitalter der totalen Kommunikation. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass Christiansen jederzeit erreichbar ist. Und wie wollen Sie das machen? An jedem Gatter ein rotes Telefon? Oh, Gräfin, es gibt doch Funktelefone, Walkie-Talkies. Alles kein Zauberzeug, sondern solide, moderne Technik. Zugegeben, aber brauchen wir das hier? Modernes Know-how rentiert sich immer. Alte Devise von Peter Stahl. Ja? Störe ich? Überhaupt nicht. Kopfschmerzen? Na, ein Wunder wär's nicht. Das sind ja niederschmetternde Zahlen. Sagen Sie mal, haben Sie die nicht gekannt? Doch, aber Sie offenbar nicht. Sie sehen ja ganz verschreckt aus. Wir haben uns offenbar zu sehr darauf verlassen, dass ein Mann wie Peter Stahl keinen maroden Betrieb ersteigert. Marode oder nicht marode, das ist doch nicht wichtig. Hm? Diese Betriebe, wenn die nicht modern geführt sind, die krebsen alle am Rande des Ruins. Das ist ja sehr tröstlich. Ist ja rührend. Was? Dieses Maschinchen. Ist das aus der Spielwarenabteilung? Es tut mir leid, aber mir ist der Humor vergangen. Wir brauchen einen Computer. Wie wollen Sie ohne EDV eine anständige Buchhaltung machen? Ich bezweifle, dass ein Computer ein besseres Ergebnis herausbekommt. Landwirtschaftliche Betriebe, Frau Christiansen, müssen genauso geführt werden wie ein Industrieunternehmen. Keine Frage, wir brauchen einen Computer. Auch ich habe schon mal moderne Büros gesehen. Selbst eine Psychotherapeutin lebt nicht hinterm Mond. Aber ich weiß zufällig auch, was diese Dinger kosten. Ach, diese Dinger kriegt man doch heutzutage dutzendweise nachgeworfen. Immer Investitionen. Stefan redet schon den ganzen Tag davon. Und nun Sie auch noch. Jetzt machen Sie die Sache nicht schlimmer, als sie ist, Mädchen. Wir bringen den Laden auf Vordermann und kümmern uns vorläufig überhaupt nicht um die Zahlen. Na, Sie haben gut reden. Ich habe nur bessere Nerven. Mit einem dicken Bankkonto im Rücken hätte ich die auch. Stimmt ja gar nicht. Bin ja gar nicht so ruhig. Bin ungeduldig wie ein Schuljunge. Sie sind doch Psychologin, Sie müssen doch sowas durchschauen. Ich hab genauso viel Angst wie Sie, Mädchen. Aber nicht wegen der paar Millionen, die ich da reinbuttern muss. Sondern... Weil Sie Angst haben, Ihr schöner Traum könnte zerplatzen? Natürlich, dass die Pachtverträge über 20 Jahre laufen. Ich habe die Papiere ja gesehen. Aber wissen Sie eigentlich, wie hoch die Inflationsrate in den letzten 20 Jahren war? Verträge sind Verträge. Ja, das ist mir schon klar. Ich will ja auch grundsätzlich an den Verträgen nichts ändern. Tja, was wollen Sie denn? Herr Dreef, Sie wissen doch ganz genau, die Gräfin hat 20% mehr bezahlt als üblich. Das geht nicht, Herr Dreef. Diese 20% müssen weg. Bei uns hier hält man sich an die Verträge. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie eben vor Gericht. Kommen die Pferde hier gleich auf die Koppel? Die hier nicht, die bleiben drin. Und bei dem schönen Wetter? Die werden heute Mittag gebraucht. Ja, dann können Sie doch noch bis mittags raus. Ja, wer bringt sie auf die Koppel und holt sie wieder? Und wer putzt sie, wenn sie dreckig zurückkommen? Hier sind doch so viele Mädchen, die sich nützlich machen wollen. Ja, aber ich habe die Verantwortung. Wilhelm, die Pferde stehen doch seit gestern Mittag in den Boxen, stimmt's? Schöne große Boxen. Gucken Sie mal in andere Ställereien. Da stehen die Schulpferde in schmalen Ständern immer angebunden. Umso schlimmer.
Pferde sind doch keine Gegenstände, keine Sportgeräte, die man für eine Stunde rausholt und dann wieder zurückstellt. Das sind Herdentiere. Wir bringen sie jetzt auf die Koppel, damit sie sich austoben können. Jetzt gleich? Jetzt gleich. Und wenn sie dreckig sind, dann helfe ich ihnen putzen. Versprochen. Hallo. Tag. Das ist ein schöner Wallach da drüben. Wie alt ist der? Der Titus. Der ist schon über 16. Der Braune da? Der Atlatus, der ist, glaube ich, noch älter, aber so genau weiß ich das nicht. Gehören Sie nicht zum Hof? Doch, schon, aber ich bin noch nicht so lange hier. Und du? Was machst du hier? Ich schaue mich nur ein bisschen um. Ist das hier ein Gnadenhof oder sowas? Ein Gnadenhof? Wie kommst du denn darauf? Ich dachte, weil die Pferde schon alle so alt sind. Oh, du. Die anderen sind alle viel jünger, 2- oder 3-Jährige. Und du? Reitest du auch? Manchmal, aber im Moment habe ich wenig Zeit. Probleme in der Schule, was? Nee, ich arbeite beim Kurierdienst, Sachen ausfahren und so. Morgens vor der Schule trage ich das Kreisblatt aus. Warst auf dem Mofa, was? Nee. Auf der Musikanlage? Gehören die Koppeln da hinten auch zu Ihnen? Alle Weiden hier gehören uns. Ganz schön groß, was? Das ist gut für die Pferde, wenn sie so frei rumlaufen können. Also, ich muss dann wieder. Okay. War nett, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ja, hat mich auch gefreut. Ey! Sprichprobe 21, 22, 23, 24. Tag! Was gibt's denn so Dringendes? Hallo, Stefan. Ich habe eine Verabredung mit dem Gärtner, der uns den Pferdemist abkaufen soll. Pferdemist hin, Pferdemist her, das hier ist wichtiger. Sie haben sich ein paar neue Fernseher gekauft, was? Für jeden Kanal ein. Fernseher mit einem ganz besonderen Programm. Tag. Sind Sie der Verwalter? Ja, so kann man das auch nennen. Entschuldigen Sie, das ist der Christiansen, mein Partner, und das ist der Paulsen von Intercom System. Kennen Sie sich mit elektronischen Geräten aus? Mit elektronischen Geräten? Nee. Müsste ich das? Stefan, ich habe vor, unseren Betrieb auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Hm? Jeder, der auf dem Innenhof arbeitet, wird mit einem Walkie-Talkie ausgerüstet. Tja, das ist doch nicht Ihr Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Jeder wird jederzeit erreichbar sein, auch Sie. Wir haben jedes Mal, wenn wir eine Baustelle eingerichtet haben, ob im Dschungel oder in der Wüste, zuerst ein Verbindungsnetz aufgebaut. Aber der Immenhof liegt weder im Dschungel noch in der Wüste. Und selbst die entfernteste Koppel ist immer noch so nah, dass man fast hinspucken kann. Das übertreiben Sie ein bisschen, Stefan. Der Immenhof hat immerhin fast 1000 Hektar und 200 Hektar sind dazugepackt. Ja, und zwar zu einem aberwitzigen Preis. Ich habe übrigens mit diesem Bauern gesprochen. Dem werde ich jetzt die Daumenschrauben ansetzen. Ich hab's dem auf den Kopf zugesagt, dass die Gräfin immer diesen Adelsaufschlag zahlen musste. Aber der fällt ab sofort weg, und zwar überall. Ausgezeichnet, Stefan. Aber mit dieser Videoanlage können Hof, Ställe, Remis überwacht werden, rund um die Uhr. Na, fabelhaft, das hat uns gerade noch gefehlt. Herr Stahl, ich will Ihnen mal was sagen. Das erste Mädchen, das ich geliebt habe, habe ich in einem Pferdestall verführt. In einer Box. Auf Wachen. Und eines weiß ich ganz genau, wenn es damals diese verdammten Kameras schon gegeben hätte, wäre ich heute mal ein paar schöne Erinnerungen ärmer. Schönen Tag noch. War der Tierdoktor noch mal da? Nee. Aber wieso denn nicht? Ich habe ihm abgesagt. Vielleicht kann er noch was tun. Bei Koppern kann man nichts tun, das leiden so gut wie ich. Also bleibt es dabei? Ja, Sunnyboy wird geschlachtet. Aber er ist doch erst 8 Jahre alt. Er könnte noch 10 Jahre leben. Und wäre zu nichts Nütze. Meinst du, ich will die Hälfte von meinem Lohn für Hafer rauswerfen? Ich könnte Ihnen was dazugeben. Ja, behalte deine paar Pfennige. Den Stall, den kann ich dann weiter vermieten. Ich kenne einen Anwalt, der sucht was für die Ponys von seinen Kindern. Wann bringen Sie Sunnyboy weg? Oh, ich habe noch nicht mit dem Schlachthof telefoniert. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht übernächste. Sunnyboy, da bin ich.
schuldig hier raus. Ich verspreche es dir. Dauert nicht mehr lange, dann habe ich das Geld zusammen. Heinz, ich bin's, Frau Prelle. Ach, du bist's. Führst wohl Selbstgespräche, was? Wie geht's denn, Sonny? Wie immer. Man muss die Fenster hier drin öffnen. Es ist so muffig hier drin. Die sind eingerostet, das weißt du doch. Er bekommt ja gar keine Luft. Das habe ich meinem Mann schon oft gesagt. Aber weißt du, was der sagt? Was soll ich noch alles machen? Ein Jammer, dass ich in diesem Ding hier sitze. Sonst wäre alles ganz anders. Glaub mir das. Er mischt sich ein, Hanna. Überrascht dich das? Ja. Er mischt sich überall ein. Jetzt übertreibst du aber. Die ersten Tage hat er nur geangelt. Warum macht er denn nicht gleich alles selbst? Ne? Wieso hat er uns überhaupt geholt? Er hat zu viel Zeit. Das ist ja nicht gewohnt. Und? Was sagt meine kleine Diplompsychologin? Wie lange dauert sowas in der Regel? Das hängt ganz vom Typ ab. Klare Frage, klare Antwort. Typisch Psychologin. Ach, hat er dir auch erzählt, dass er aus diesem Gutshof eine Art Hochsicherheitstrakt machen möchte? Ja, Kameras überall. Damit kann er alles überwachen. Ein Knopfdruck kann er und der sieht uns hier im Schlafzimmer. Der will uns kontrollieren. Meine Hände sehen aus wie ein Reibeisen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Oh. Mir ist gerade was eingefallen. Weißt du? Wenn es damals schon solche Kameras gegeben hätte, dann wäre ich um ein schönes Erlebnis ärmer. Wie bitte? Meinen ersten Kuss habe ich im Pferdestall bekommen. Was? Du auch? Wieso, du auch? Ja. Aber leider nicht von dir. Das ließe sich ja nachholen. Im Stall? Ja, wenn erst die Kameras da sind, ist es zu spät. Gemacht. Wo ist Sunny? Er bringt ihn gerade weg. Ihr Mann? Ja. Er bringt ihn zum Schlachthof. Weißt du, das hat heute gerade gut gepasst. Ein Kollege hat ihm den Transporter geliehen und... Warum ausgerechnet heute? Na ja, der Georges hat ihm geholfen. Das war ein Theater. Der wollte nicht. Erst wollte er nicht aus der Box raus und dann wollte er nicht auf den Hänger rauf. Hat vor Angst geschrien. Ich hab's bis hier in die Küche gehört. Zum Schlachthof nach Hamburg? Ja, mein Junge. Der hat dich gemocht. Hat immer gewehrt, wenn du gekommen bist. Bei uns hat er nie gewehrt. Hm. Ja? Hier spricht Peter Stahl. Morgen Schlippern. Warst du schon im Ort? Ja, ich komme gerade zurück. Schade, dass ihr hinten im
was mitbringen können. Na, macht nichts. Schöner, klarer Morgen, was? Wird ein guter Tag, um heute zu machen. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht mithelfen soll, Stefan. Das ist ein liebes Angebot. Dankeschön. Aber sparen Sie sich die Mühe, ich habe alles fest im Griff. Ja. Ende. Jetzt kontrolliert er mich schon vor dem Frühstück. PS? Ja, wer sonst? Also dieser Mensch macht mich doch fertig. Warum ist er nicht in seiner Fabrik geblieben, wenn er sich hier langweilt? Vielleicht gefällt es ihm hier. Also jetzt schau dir mal diese erzdämliche Überschrift an. Hilfe, die Machos sterben aus. Ja, deswegen werden die Leute die Kiosk gestürmt, ne? Die ticken doch nicht richtig in der Redaktion. Vielleicht haben sie deshalb heute Morgen angerufen. Wer? Na, deine beiden Jungs. Hm? Du hast sie doch immer so genannt, diese beiden Reporter, Klein und wie hieß der andere noch? Liebken. Genau. Die wollen ein Interview mit dir machen. Ein Interview mit mir? Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen sie sich mal bei dir ausweinen. Weil die Machos aussterben. Morgen, Timmy. Morgen. Guten Morgen. Milch oder Kakao? Kakao. Na, wo kommt denn die Tasche her? Habe ich noch nicht besorgt. Die gibt's immer noch. Stell dir mal vor, da habe ich als Kind schon draus getrunken. Gestern im Fernsehen habe ich was ganz Tolles gesehen. Ein Horrorfilm. Habt ihr den auch gesehen? Nein, Timmy, den haben wir gestern nicht gesehen. Du, bist du so lieb und gehst immer in die Küche? Die Hanna hat den Honig vergessen. Ja, okay. Ich weiß nicht, warum ich jeden Morgen mit diesem Kind frühstücken muss. Es gefällt ihm bei uns. Ja, wir haben überhaupt keine Zeit mehr, miteinander zu reden. Wenn wir selber Kinder hätten, würden wir immer so frühstücken. Achtung, Gleis 3, zum Nahverkehrszug nach Hamburg-Landtor, bitte einsteigen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges, die Türen schließen selbst. Zum Schlachthof, ganz schnell. Danke, Timmy. Was machst du mit den vielen Tomaten? Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht Tomatenmus? So eine Art Ketchup, das würde dir doch bestimmt auch schmecken, oder? Mhm. Wie machst du das? Tja, das ist ja das Problem. Da muss ich erstmal das richtige Rezept finden. Darf ich bei dir bleiben? Willst du bei mir bleiben? Ja. Ich möchte dir helfen. Du willst mir helfen? Das ist ja ein tolles Angebot. Hm? Kannst du mal die grünen Dinger hier schon abmachen, okay? Frau Christiansen. Ja, Timmy, was machst du denn hier? Ketchup. Das ist aber was Feines. Da wird sich die Frau Christiansen aber freuen. Hm? Freust du dich? Und wie, Timmy? Hier ist der Vertrag. Ich habe ihn so abgeändert, wie ich das mit Ihrem Mann besprochen habe. Ah ja, das geht sicher in Ordnung. Wissen Sie, ich muss etwas verdienen. Die Lisbeth will ihren Lohn und die Eglantine ihren Hafer. Und ich gönne mir auch manchmal gerne etwas. Das verstehen Sie doch, ne? Und ob? Ich tue, was ich kann, aber wenn die Anmeldungen weiter so steigen, dann müssen Sie jemanden für den Unterricht finden. Mhm. Mehr kann ich nicht übernehmen. Ich werde ja auch nicht jünger. Ich bitte Sie, Sie machen doch uns allen noch was vor. Wenn ich in den Spiegel sehe, dann weiß ich, dass nicht nur die anderen Menschen älter werden. Gestempelt habe ich ihn noch nicht. Wo kann ich ihn finden? Wenn überhaupt da hin. Danke. Hey! Mit so weit! Hier macht er nichts! Und sagt, dass er die Lass den Sand in Ruhe! Was willst du denn hier? So, das hier ist der bürokratische Teil. Das müssen Sie abstempeln lassen, dann kriegen Sie Ihr Geld. 850 Mark, wie abgemacht. Wir haben 900 gesagt. Das war doch am Telefon. Da wusste ich doch noch nicht, wie mager der Bock ist. Der hat doch mehr Knochen als Fleisch. Ich kaufe das Pferd.
Hier sind 900 Mark und 50, wenn Sie ihn zurückfahren. Ich sag Ihnen dann, wohin. Was soll denn das? Ist das ein Witz? Der Junge hat sich immer um das Pferd gekümmert. Der Junge liebt das Pferd. Ja, wo die Liebe hinfällt. Dein schöner Sonny ist ein Kopper, das weißt du. Für den zahlt er keiner eine müde Mark. Der ist bloß was wert, wenn er an die Wurst kommt. Das ist mir egal. Was haben Sie gegen das Geld? Also, was soll's? Fahren wir zurück. Guten Tag. Hallo. Wiedersehen. Tschüss. Hallo. Was machst du denn hier? Kann ich ihm einen Eimer Wasser geben? Ja, natürlich. Aber wo kommt ihr denn plötzlich her? Der ist völlig ausgetrocknet. Der sagt bestimmt gleich zwei Eimer. Und sei aber vorsichtig. Zu viel auf einmal ist auch nicht gut. Ich wollte fragen, ob Sie was dagegen haben. Wogegen? Na, dass ich ihn zu den anderen Pferden auf die Koppel stelle. Ich zahle auch was dafür. Ich könnte ungefähr 50 Mark pro Woche bezahlen. Mehr Gras frisst er bestimmt nicht. Und um alles andere kümmere ich mich. Gehört das Pferd denn dir? Du hast mir gar nicht erzählt, dass du ein Pferd hast. Er gehört mir erst seit 3 Stunden. Er sollte zum Schlachthof. Sie haben ihn nur nicht vom Anhänger bekommen. Deshalb ist er noch nicht tot. Das ist ja furchtbar. So ein schönes Pferd. Finden Sie auch, nicht? Aber jetzt erzähl mir alles der Reihe nach. Sag mal, Hanna, ist es erwiesen, dass ein Pferd mit dieser Luftschluckerei aufhört, wenn man es zu anderen auf die Koppel gibt? Wenn man Koppern helfen kann, dann wahrscheinlich nur so. Aha. Schließlich eine Unart, die höchstwahrscheinlich durch Langeweile und Einsamkeit kommt. Ja, und als der Junge mich gefragt hat, ob er sein Pferd bei uns auf die Koppel stellen darf, dann... Ja, da hast du natürlich ja gesagt. Ja. Na, wunderbar. Der Immenhof als Wallfahrtsort für Lahme und Kranke. Kommt überhaupt nicht in Frage. Hör mir mal zu, Niklas. Ich weiß schon, Sie sind dagegen. Wer sagt denn das? Das braucht man mir gar nicht erst zu sagen. Ich hab gelernt, sowas zu checken. Wir behalten deinen Sonny hier. Jedenfalls den Sommer über. Danke. Er hat ein beschissenes Leben gehabt, habe ich gehört. Kann man so sagen. Ist krank geworden. Ja, Kopper. Das ist schlimm. Obwohl, meine Frau sagt, sowas kann wieder verschwinden. Ja, auf der Koppel vielleicht. Ich zahle auch was dafür. Ich arbeite nach der Schule als Kurier. Nein, nein, dafür musst du nichts zahlen. Das Gras lässt der liebe Gott wachsen. Aber wir könnten einen Deal machen. Falls Sonny wieder gesund wird und man ihn reiten kann, dann geht er 2 Stunden am Tag als Schulpferd. Gebombt? Gebombt. Komm, steig ein. Bett. Timmy ist schon wieder unten. Naja. Naja, da ist er ja meistens. Früher hat er immer mit Ihnen gegessen. Das war noch schön. Und jetzt hockt er immer bei ihr. Ich möchte bloß mal wissen, was er an ihr findet. Ach, Lisbeth, so sind die Kinder nun mal. Ja. Übrigens, morgen ist doch Bürgerversammlung. Ach so. Und da habe ich doch wieder mal ganz durch Zufall mitbekommen, wie der Herr Christiansen zu seiner Frau gesagt hat, weißt du, ich glaube, ich lasse mich da mal blicken. Dem Gemeinderat muss man ja schließlich auch mal seine Meinung sagen. Das hat er gesagt? Dem Gemeinderat die Meinung sagen? Die Meinung sagen. Eigentlich müsste man ihn ja warnen. Nee. Warum denn? Ach, da kommt doch einer, den wir kennen. Guten Tag. Tag, schönen Tag. Tja, so sieht man sich wieder, ne? Tja, so ist das wohl. Ich warte immer noch auf Ihr Angebot. War viel zu tun. Ja, danke schön. Vielen Dank. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben die Fristen schon vereinbart verlängert lassen. Wenn wir jetzt nicht mit denen reden, dann machen die da oben ihre Pläne ohne uns.
doch sowieso, was Sie wollen. Dass wir hier gegen den Autobahnzubringer sind, wissen Sie da oben ganz genau. Sie wollen, das haben die sogar schriftlich. Sie wollen aber, dass einer von uns gewählt wird. Der muss nur nach Kiel. Tag, Herr Christiansen. Ach, guten Tag, Herr Bürgermeister. Na, wie geht's? Alles klar? Na ja, Anlaufschwierigkeiten gibt's überall. Ja. Herr Bürgermeister, sagen wir mal. Wollen Sie da nicht mal einschalten? Warum? Der eine, der macht das schon. Aber dem hört doch kein Mensch zu. Ja, weil Sie alle wissen, was er zu sagen hat. Ein Bier. Die Frage ist nur, ob man dem in Kiel zuhört. Na ja, wir haben keinen anderen. Der eine ist schon 10 Jahre im Gemeinderat, ne? Ja, ich bin zwar nicht im Gemeinderat, aber ich würde gerne meine Dienste anbieten. Naja, dieser Autobahnzubringer betrifft ja in erster Linie den Immenhof. Ich glaube, ich könnte da ganz gut argumentieren. Ja, warum eigentlich nicht? Schließlich sind Sie Journalist. Sie wissen, wie man den Leuten das Wort im Mund umdreht. Warten Sie mal. Nee, kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal gleich mit. Kommen Sie. Leute, Heini, hör mal einen Moment auf. Leute, ihr kennt alle Stefan Christiansen, ein neues Gemeindemitglied. In den Zeitungen hat ja genug über die Veränderung auf dem Innenhof gestanden. Herr Christiansen wäre bereit, unsere Wünsche in Kiel durchzuboxen. Naja, ich meine, ich würde es gerne versuchen. Bitte, Herr Christiansen. Heini, du hast Pause, ja? Entschuldigung, darf ich mal? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Christiansen. Bisschen mehr Rhythmus halten und mehr Druck im Bügel. Da reiten, dass er mehr durch den Körper springt. Den zweiten Sprung nicht so flach anreiten. Und denke, dass du im Absprung mit dem Oberkörper weit hinten bleibst. Hinten! Ja, so! Das Bein mehr dran lassen im Absprung. Ja, prima. Hinten bleiben mit dem Oberkörper. Ja. Wie gesagt, die Einspruchsfristen sind bereits überschritten, nicht? Da ist nichts mehr zu machen. Der Zug ist abgefahren. Aber was wir schaffen könnten, und das würde ich mir zutrauen, ich habe noch ein paar ganz gute Kontakte in Kiel aus meiner Journalistenzeit. Wir könnten noch ein bisschen was für die Gemeinde herausholen. Ich meine, das geht doch nicht anders, dass das Land einen Vorteil hat und die Gemeinde guckt in die Röhre. Was könnten Sie denn rausholen? Zumindest eine Verbesserung der Infrastruktur. Wir brauchen zum Beispiel einen erweiterten Busliniendienst. Einen Zubringerdienst, damit die Pendler auch ohne eigenen PKW in die nächste Stadt kommen. Und Sie glauben, Sie kommen damit durch? Gut, ich meine, das kann ich nicht beschwören. Aber ich weiß nur, dass der nichts kriegt, der nichts fordert. Ein paar Argumente werden mir dafür in Kiel schon einfallen, nicht? Wenn man mir das Mandat zur Verhandlung gibt. Nichts gegen Sie, Herr Rahm. Und wie geht's weiter? So. Schluss für heute. Machst du mir noch einen Kakao? Na gut. Aber dann geht's ab ins Bett. Hm? Warum? Du, weil ich noch arbeiten muss. Wenn ich schon nicht zur Gemeindeversammlung gehe, dann muss ich wenigstens die Rechnung fertig machen. Darf ich heute bei dir schlafen? Bei mir? Ja, in deinem Bett. Warum denn? Sonst träume ich wieder so schlecht. Du träumst schlecht? Ja. Tja, dann. Also Leute, wir haben zum ersten Mal in meiner Geschichte als Bürgermeister die Situation, dass die Bürger sich zwischen zwei Kandidaten entscheiden können. Wegen der dünnen Personaldecke, was heißt hier Personal? Hier geht ja sowieso alles ehrenamtlich, ne? Also ich will sagen, wir kommen jetzt zur Bekanntgabe der Stimmen. Also zeig, wie ist es ausgegangen. Abgegeben wurden 86 Stimmzettel, davon sind 4 ungültig. Auf Heini Rademacher empfehlen
71 Stimmen und auf Stefan Christiansen entfielen 11 Stimmen. Heini, du musst nach Kiel. Die Versammlung ist geschlossen. Wissen Sie, Herr Christiansen, wie man bei uns solche Abstimmungen nennt? Denkzettel. Ich bin's. Oh, was für eine Überraschung. Ja, guten Tag. Guten Tag, kommen Sie rein. Ich dachte, ich könnte ein Glas von Ihrem guten Bourbon kriegen. Natürlich können Sie das. Was Sie haben gelesen? James Joyce. Mhm. Na, wie ich hatte im Abitur nicht mehr in der Hand gehabt. Dafür hatte ich früher leider keine Zeit. Ich habe mir das für hier aufgehoben. Einen doppelten mit Ginger? Nein, einen dreifachen und den pur. Bitte? Danke. Herr Stahlen, ich glaube, ich muss Ihnen das fairerweise sagen. Was sagen? Man hat mir vorhin einen ganz schönen Tiefschlag verpasst. Dachte ich's doch, dass Sie nicht nur wegen meines Bourbon hier sind. Bei der Bürgerversammlung wegen der Autobahnzufahrt. War das heute? Hm. So was müssen Sie mir sagen, da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Ich kann Ihnen auch sagen, wie es ausgegangen ist. Die werden nichts erreichen, weil sie den gleichen Deppen verhandeln lassen wie in den letzten Jahren. Aber das ist nicht das Schlimmste. Ich habe begriffen, dass die mich hier nicht haben wollen. Die Leute hier mögen mich nicht. Sie haben auf den falschen Mann gesetzt. Stahl. Hm. Okay. Oh, Stefan, bitte mach das Licht aus. Du wächst den Jungen auf. Welchen Jungen? Timmy. Timmy. Er hatte Angst zu träumen. Ich habe ihm erlaubt, hier zu schlafen. Er brauchte mich einfach. Ja, ich brauch dich auch manchmal. Psst, du hast mich doch. Komm. Was denn? Jetzt erzähl mir mal, wie war's denn? Nein, das erzähle ich dir jetzt nicht, das erzähle ich dir morgen. Ach. Weißt du, ich habe noch einen kleinen Absacker getrunken bei PS. Du bist ein sehr netter Mensch. Ich habe dir drüben die Liege zurechtgemacht. Ja. Also die Liege zurechtgemacht. Mhm. Ausnahmsweise. Hm? Gute Nacht, mein Schatz. Schlaf gut. Hm? Ja. Nett haben wir es hier.